live aus Köln. Der Presseclub mit Sonja Mikic. Und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Kinder bekommen, das ist etwas ganz Schönes, ganz Privates, sagen wir einerseits. Andererseits aber ist es zu einem Riesenmarkt mit Milliarden Umsätzen geworden. Wir sprechen heute im Presseclub über das Baby-Business, über gute Hoffnung und gute Geschäfte. Verstörend finden wir, was technisch inzwischen möglich ist, sehen Sie selbst. Ein Mensch wird hergestellt. Durch Befruchtung im Glas, Samenspende, Hormontherapie. Für manche Paare ist es der sehnlichste Wunsch, das eigene Kind. Allein in den rund 140 deutschen Reproduktionszentren werden im Jahr über 10.000 Kinder gezeugt, außerhalb des Mutterleibs. Deutschland hat mit dem Embryonenschutzgesetz eine der strengsten Regelungen in Europa. Eizellspenden sind verboten, genauso wie Leihmutterschaft. Deswegen kommt es zum Kinderwunschtourismus. Nach Belgien mit geringen gesetzlichen Beschränkungen, in die Ukraine zu den Leihmüttern. Kindermachen im Alter gerät in die Schlagzeilen. Eine Frau aus Berlin bekommt Vierlinge mit 65. Dürfen Ärzte die Natur so überlisten? Die Frage. Einige Chefärzte kritisieren darauf die Schwangere und sind über das Experiment entsetzt. Immer später Kinder bekommen, immer gesündere. Ein Bedürfnis unserer Gesellschaft, der medizinische Fortschritt macht's möglich. Kinder bekommen, ist das noch die natürlichste Sache der Welt oder schon ein Hightech-Projekt? Segen oder Fluch oder beides gleichzeitig? Wünsch dir was, Schwangerschaft um jeden Preis, heißt unsere Sendung. Und hochpolitisch, weil es reicht über den Einzelfall, den die Boulevardzeitungen so gerne diskutieren, weit hinaus. Ich glaube, es ist hochpolitisch, es ist verstörend und meine Gäste sollen mir bei der Orientierung helfen. Ich begrüße die Publizistin Jana Wolf, Politologin an der Universität Bremen. Herzlich willkommen, Ulrich Greiner. Er ist Kulturreporter und Herausgeber des Magazins Zeitliteratur. Mit dabei die freie Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Und ich begrüße Michael Hesse, Politikredakteur beim Kölner Stadtanzeiger. Frau Wolf, die 65-jährige Grundschullehrerin, um die es geht, ist bereits Großmutter, hat 13 Kinder. Zu ihrer späten Schwangerschaft, und das ist das Entscheidende, sagt sie, ich finde, das muss man für sich selbst entscheiden. Ist das nicht tatsächlich das Urrecht eines Menschen, diese Freiheit? Also wie Sie eingangs ja schon gesagt haben, ist es wichtig, hier jetzt nicht über Individualentscheidungen moralische Urteile zu fällen. Also das liegt mir fern. Aber der Punkt Freiheit und Selbstbestimmung, den möchte ich gerne aufgreifen. Vieles geschieht im Namen der Selbstbestimmung, wobei da zweierlei zu beobachten ist. Einmal, dass die inhaltliche Füllung und die Konzeptualisierung von Selbstbestimmung sich arg gewandelt hat, also von der Frauenbewegung, als es ein eher emanzipatorischer Drang war, geht es jetzt immer mehr auf die Individualebene, also auf das Individuum. Und da die Frage nach mehr Selbstbestimmung hört sich sehr attraktiv an, aber gleichzeitig geht mit wachsenden Räumen der Selbstbestimmung auch immer eine Einschränkung der Handlungsräume anderer ein. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, ja, dass Selbstbestimmung nicht unendlich sich Raum nehmen kann. Frau Sartori, diese Schwangerschaft hat ja ein hohes Risiko. Mehrlingsgeburte sind riskant, weil die Kinder meistens zu früh zur Welt kommen, manchmal auch behindert. Es gibt psychische Probleme, es gibt physische Probleme. Dürfen Eltern das für Kinder so entscheiden? Naja, ich glaube, man kann Eltern sehr schwer vorschreiben, ob sie in welchem Alter sie ein Kind bekommen und ob sie das Risiko eingehen, eine Mehrlingsschwangerschaft zu bekommen oder nicht, mit den Risiken, die damit einhergehen. Aber zum Beispiel eine Vierlingsschwangerschaft, wie in diesem Falle jetzt, das ist natürlich ein großes Risiko, das man für sein Kind eingeht. Und das finde ich auch ist das Problem, wenn man über die Reproduktionsmedizin diskutiert. Auf der einen Seite ist es die freie Entscheidung der Eltern, Kinder zu kriegen. Und das ist ja auch eine ganz wichtige und grundlegende Entscheidung, das selber machen zu dürfen, selber sagen zu können, ja, wir kriegen noch ein Kind, was ja erstmal auch was Schönes ist. Aber man muss eben auch an das Kind denken oder an die Kinder. Und ich finde, da hat man eine große Verantwortung als werdende Eltern. Wir sagen die ganze Zeit, man muss,
Aber wer ist eigentlich Mann? Sind das jetzt nur die Eltern oder ist da auch ein gesellschaftlicher Konsens? Ich frage Sie, Herr Greiner, weil wir beim Kinderwunsch sind. Mehr als 6 Millionen Deutsche wünschen sich Kinder, können aber aus verschiedenen Gründen keine bekommen. 2013 wurden rund 50.000 Patientinnen in einer In-vitro-Behandlung unterzogen. Warum nehmen kinderlose Paare so viel auf sich? Das sind ja auch Eingriffe, das sind psychische Probleme, das ist ein finanzieller Aufwand. Warum nimmt man Mann das auf sich, um unbedingt eigene Kinder zu haben? Also ich weiß das nicht, weil ich natürlich nicht in das Herz der Leute jeweils reingucken kann. Ich sehe nur, dass ich mache dieselbe Beobachtung wie Sie, dass viele Leute das nicht mehr hinnehmen wollen. Man hätte früher dazu Schicksal gesagt. Jemandes Schicksal ist es halt, kinderlos zu sein. Und wir kennen ja das Schicksal der Kinderlosen aus unendlich vielen Märchen in der Brüder Grimm, wo die Kinderlosigkeit ja immer wieder ein Thema ist. Und das ist aber heute offenbar nicht mehr möglich. Man redet ja heute auch gerne von Optionen, so wie man eigentlich kaum jemand ein Auto kauft, ohne die Liste der Optionen sich anzugucken, was das kostet, was kann man noch dazu nehmen. So ist auch das Leben zur Option geworden und zur Option gehört, dass man eine Ausbildung macht, einen Beruf hat und zur Option gehört auch, dass man ein Kind hat und plötzlich geht das nicht. Und das kann man offenbar heute nicht mehr hinnehmen. Herr Greiner, diese Option kostet ja unter Umständen die Gemeinschaft etwas, nämlich nach solchen komplizierten Geburten, Intensivbetreuung, die Therapien für die Kinder nach der Geburt tragen ja die Kassen hierzulande die Kosten, damit auch Beitragszahler. Jetzt ganz knapp und kühl gefragt, ist die Solidargemeinschaft dafür zuständig, dass Menschen sich diese Optionen bereithalten? Also ehrlich gesagt finde ich, dass das Argument nicht weit führt, weil ich werde immer ein bisschen misstrauisch, wenn die Solidargemeinschaft in Anschlag gebracht wird. Dann muss ich immer für alle haften und alle für mich. Das stört mich an der ganzen Sache überhaupt nicht. Dann kostet es halt was. Es gibt ja auch viele Sachen von Hüftoperationen jenseits der 80, wo man sich auch fragen kann, muss ich das bezahlen? Ich finde, das ist eine kleinliche Rechnung, die an dem Problem vorbeigeht. Ich finde, das Hauptproblem ist schon genannt worden. Es gibt eine Verantwortung gegenüber den Kindern und es gibt eine Verantwortung gegenüber dem kulturellen Zusammenhang, in dem wir leben. Das ist für mich die Hauptfrage. Herr Hesse, die Frage nach der Lebenserwartung dieser Frau, die jetzt die Vierlinge erwartet, ist ja auch etwas sehr Subjektives, hat für mich auch manchmal etwas Abfälliges. Ja? Es gibt ja viele Großeltern, die durchaus ihre verwaisten Enkelkinder glücklich und gut großziehen. Wer soll denn eigentlich entscheiden, ab wann eine künstliche Befruchtung nicht mehr möglich sein darf? Also grundsätzlich ist es so, dass es hier ja schon Entscheidungen gibt, die in dieser Form gefällt werden in Deutschland. Wir sind da einigermaßen restriktiv festgelegt in diesem Land. Das war auch der Grund für die Frau, das in der Ukraine vornehmen zu lassen. Grundsätzlich kann man darüber debattieren, bis zu welchem Zeitpunkt das sinnvoll ist, künstliche Befruchtung vornehmen zu lassen. Aber wir sehen natürlich auch anhand dieses Beispiels, das allerdings auch nicht exemplarisch für die gesamte Debatte sein kann, weil es doch ein, finde ich, sehr konkreter Fall ist einer Frau, die schon 11 Kinder hat und sich damit doch davon unterscheidet von anderen Beispielen oder anderen Paaren, die einfach kinderlos geblieben sind und jetzt eben ein Kind gerne haben möchten. Wir sehen dabei, dass diese Grenzziehung einfach tatsächlich schwierig geworden ist. Also, dass es scheinbar nicht nur eine rein medizinische Fragestellung ist, sondern, wie Herr Greiner auch schon sagte, dass es auch kulturell in der Tat eine Fragestellung ist, der wir uns zunehmend stellen müssen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns fragen, wie tatsächlich die soziale Praxis in Deutschland auch in Bezug auf andere Technologien ist. Grenzziehung, sehen Sie denn ein Problem mit dem Alter? Nein, das Alter ist für mich weniger das Problem. Ich sehe ein viel größeres Problem in der Motivation dahinter. Ja, also Leute oder Menschen davon abzuhalten, ab einem gewissen Alter Kinder zu bekommen, halte ich weder für sinnvoll noch wünschenswert. Aber mir liegt die Debatte am Herzen zu fragen, warum möchte ich denn um jeden Preis ein eigenes Kind? Das Alter jetzt mal außen vor gelassen. Die Mehrzahl derjenigen, die diese Technik in Anspruch nehmen,
leiden ja darunter, dass sie gar keine Kinder bekommen können. Und der Wunsch nach einem eigenen Kind ist so stark. Und warum ist diese Fixierung auf das eigene biologische Kind so stark, wo doch in anderen Zusammenhängen auch soziale Elternschaft durchaus akzeptiert ist? Also das finde ich viel interessanter, dort anzusetzen. Und dann erübrigt sich die Grenzziehung mit dem Alter. Fast alles, was zu dieser Schwangerschaft geführt hat, war hierzulande nicht legal. Anderswo, wir hörten es gerade, durchaus. Also ein Gesetz verhindert zum Beispiel, dass Frauen über 40 Jahre auf künstlichem Weg schwanger werden können, regelt, dass Frauen maximal 3 Embryonen eingesetzt werden dürfen. Hinkt die Gesetzgebung grundsätzlich und tragisch der technologischen Entwicklung hinterher? Ich glaube, in einigen Gebieten schon, einfach weil sich da auch so viel getan hat und sich auch so schnell Sachen entwickeln in der Reproduktionsmedizin. Hier in dem Falle, finde ich, ist es aber gerade nicht so. Also weil es kann ja auch heutzutage in Deutschland eine Frau, die 45 ist, sagen, sie möchte noch eine Hormonstimulierung machen lassen oder eine künstliche Befruchtung. Es ist nur, wenn sie älter als 40 ist, muss sie die Kosten selber tragen. Also das ist der Faktor. Und dann gibt es die natürliche Grenze, die Altersgrenze, weil eben eine Eizellspende in Deutschland verboten ist. Und ich finde, deswegen muss man gar nicht da über die Altersgrenze reden, weil sie ergibt sich bei Frauen von alleine. Denn ich finde, der Knackpunkt ist eher, dass für die Eizellspende eine dritte Person involviert ist, die keinerlei Nutzen von der ganzen Geschichte hat, aber gewisse gesundheitliche Risiken eingeht. Wenn Sie eine Eizelle spenden, dann müssen Sie vorher eine Hormontherapie durchmachen. Sie müssen regelmäßig zum Arzt gehen, damit da nichts schief geht. Das kann heute sehr gut gemacht werden, zumindest wenn es gut kontrolliert wird, also zum Beispiel in Deutschland. Aber trotzdem geht da jemand ein Risiko ein, ohne dass er einen Nutzen davon hat. Und ich finde, da hört dann der Wunsch nach einem Kind, worauf immer der begründet ist, der hat da seine Grenzen, wenn er die, quasi das körperliche Wohlergehen eines anderen beeinträchtigt. Das finde ich ist der wichtige Punkt. Viele Spenderinnen sagen ja, sie tun das durchaus aus ethischen Gründen. Sie wollen anderen Frauen helfen. Bei einigen wird es sicherlich auch ein kommerzieller Nutzen sein. Ja, also ich kann mir das schwer vorstellen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr lobenswert, sehr edel, wenn man das macht. Ich weiß immer nicht, ob man das überhaupt trotzdem, selbst wenn jemand sagt, ich mache das aus innerer Überzeugung, warum man das, ob man das medizinisch zulassen sollte. Ob man nicht sagen sollte, ich kann als Arzt nicht in die Gesundheit dieser Patientin eingreifen, denn sie wird zu einer Patientin, wenn sie die Hormontherapie bekommt, damit sie etwas Gutes tun kann. Oder sagt man, nee, hier ist dann auch Schluss. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel in Belgien, glaube ich, ist das, dass Freundinnen oder Angehörige eine Eizelle spenden können. Also wo wirklich ein enges Verhältnis ist, so ähnlich wie das bei uns ja mit der Organspende geregelt ist, für eine Lebensspende. Damit ausgeschlossen wird, weil die Gefahr besteht, dass da das Geld ins Spiel kommt. Weil es kann nicht sein, dass Frauen das machen aus finanziellen Nöten. Das darf ja nun wirklich nicht sein. Und ich glaube, die Gefahr besteht. Kinder bekommen wird ja kommerzialisiert und zum Teil wirklich auch globalisiert. Wir sprachen gerade schon über Indien, wir wissen von über die Ukraine, wir wissen von indischen Leihmüttern. Und es kann sogar noch komplizierter werden, dass ein Kind im Grunde genommen 5 Eltern hat. Ja? Die anonyme Samenspende, dann die Eizellenspende, dann die Leihmutter und die sozialen Eltern. Und die sind vielleicht sogar noch in verschiedenen Kulturkreisen oder auf verschiedenen Kontinenten verteilt. Meine Frage ist, was bringen eigentlich deutsche Gesetze oder auch sogar eine deutsche Diskussion, wenn dieser Markt dermaßen komplex und globalisiert ist? Ja, das bringt in der Tat erstmal nicht allzu viel. Wir haben uns in Deutschland tatsächlich darauf konzentriert in den vergangenen Jahren, ob das jetzt in der Reproduktionsmedizin ist oder auch der Stammzellforschung, also Bereichen, die alle mit der Biomedizin zu tun haben, hier eine relativ restriktive Gesetzgebung zu favorisieren. Vergessen aber dabei, dass diese ganzen Probleme tatsächlich internationale Dimensionen haben. Probleme und Chancen, würde ich sagen. Und wir versuchen hier eher ein insularisches Dasein zu fristen, was diese Dinge angeht. Und müssen feststellen, dass das ganz offensichtlich nicht ausreicht. Also, dass die Initiativen, die von Deutschland eher ausgehen sollten, sich vielleicht eher darauf konzentrieren sollten, mit anderen, mit den Erfahrungen anderer Länder weiter zu denken und weiter zu arbeiten und versuchen, da gemeinsame Ziele und Wege zu finden. Es gibt ja auch so eine Trennlinie zwischen Arm und Reich. Ich habe bei der Vorbereitung über die Finanzierung von Leihmutterschaften gelesen, dass es da Schnupperpakete gibt, die man sich
kaufen kann für $15.000. Das ist dann eine Leihmutter der Wahl und 3 Zyklen künstliche Befruchtung. Und teurer wird, das sind wohlgemerkt die Vokabeln, die habe ich hier nicht jetzt erfunden, wird die Flatrate für unlimitierte Leihmutterschaft in den USA. Kostet ein Baby von einer Leihmutter ausgetragen 100.000, in Indien 20.000. Und Zwillinge sind dann so wie Happy Hour, ja, so 2 für 1 Preis. Also am Ende wird das zur reinen Geldsache und das juristisch-ethische tritt hinten völlig weg, weil es da überhaupt keine Regulierung gibt. Nein, das ist völlig grotesk. Ich meine, wir sind alle etwas stumm, weil das, was Sie beschreiben, ist ja nun der Sachverhalt. Aber ich würde gerne noch mal was zu der Gesetzesfrage sagen, weil ich auch glaube, das klang ja schon an, dass die Gesetze, die wir haben, sind ganz okay. Wenn man sie ändern würde, wäre es auch okay. Es ändert nur nichts an dem Sachverhalt. Gesetze können ja immer nur das regulieren, was gesellschaftlicher Konsens ist. Ein ganz simples Beispiel. Wenn Sie eine Stadt mit Parkverbot überlegen, die Leute parken trotzdem, können Sie gar nichts dagegen machen. Und das ist ja auch die Realität, jedenfalls in Hamburg, wahrscheinlich in Köln auch. Nun ist das ja, was wir reden, ja ein sehr viel ernsteres Thema. Aber wenn behauptet wird, und das scheint ja so zu sein, dass die klassische Familie, Vater, Mutter, Kind, die wir vielleicht selber noch kennengelernt haben oder die wir aus alten Geschichten kennen, dass die keine Rolle mehr spielt, sondern dass sozusagen das Entscheidende ist, die Familie und die Elternschaft als soziales Konstrukt. Und wenn das gelten soll, dann kann man sagen, dann ist es doch wurscht, woher die Eier und die Samen kommen. Ich finde nur eins absolut unlogisch, nämlich die Suggestion, dass sozusagen die genetische Abkunft keine große Rolle mehr spiele. Es kommt also nicht darauf an, ob das Kind, das bei mir zu Hause über den Teppich krabbelt, aus meinem Samen kommt oder von irgendjemand anderem, denn die Hauptsache, ich bin ein guter Vater. Also das Genetische wird geleugnet, indem man sagt, die soziale Elternschaft ist die entscheidende. Auf der anderen Seite wissen wir aus den zahlreichen Berichten, dass die Eltern alles tun, um das genetische Potenzial ihres künstlich gezeugten Kindes zu optimieren. Der Vater soll weiß und blond und auch noch ein Nobelpreisträger sein. Und was weiß ich alles. Man kann das ja heute steuern. Und die Geschichte dieses lesbischen Paares kürzlich in Kalifornien, die durch eine Samenspende ein Kind in die Welt gesetzt haben. Und das Kind war zum Entsetzen aller braun. Also war offenbar ein schwarzer Samen dabei gewesen. Und die wollen jetzt Schadensersatz, weil sie ein blondes Kind bestellt hatten. Ich meine, das ist absurd. Aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Paare trifft, die ein Kind sich wünschen und es nicht bekommen können. Und ich glaube, man kann gut glücklich werden. Es muss nicht jeder diesen Kinderwunsch haben. Aber ich glaube, Menschen, die diesen Kinderwunsch haben, die haben den sehr stark. Und wenn man sich das anguckt, was das bedeutet für eine Beziehung, sei sie jetzt homo- oder heterosexuell, das ist ja egal. Aber wenn man sich wirklich intensiv ein Kind wünscht, ich finde es gut, dass dann die Medizin in der Lage ist, heutzutage diesen Paaren zu helfen. Und ich glaube nicht, dass solche Paare dann sagen, uns ist das völlig egal mit der genetischen Abstammung und das alte Familienbild zählt gar nicht mehr. Das muss ja nicht das eine das andere ausschließen. Man soll ja nur akzeptieren, dass es inzwischen auch andere Familien gibt, sei es Patchwork, was auch immer. Und dass es eben nicht immer so läuft, Vater, Mutter und 2 Kinder, alle vom gleichen Vater, alle von der gleichen Mutter. Wenn das nicht so geht, glaube ich, machen sich diese Familien, diese Paare genug Gedanken. Die gehen einen harten Weg. Das ist nicht so einfach, eine In-vitro-Fertilisation durchzumachen. Und die Schritte davor sind auch nicht einfach. Ich glaube, dann muss man den Leuten nicht auch noch sagen, dass ihre Familie nicht akzeptabel sei oder dass das leider nicht das klassische Bild ist, was ja auch noch nicht so alt ist. Ich meine, wie viele Familien kennen wir von vor 2, 3 Generationen, die nicht aus Vater, Mutter und 2 Kindern bestehen? Ich würde auch nie jemanden dafür kritisieren im Einzelfall, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das mit viel Leid verbunden ist. Ich frage mich nur, wenn Menschen absolut keine Kinder kriegen können und wenn sie eine heterologe Samenspende in Aussicht nehmen und vielleicht sogar noch eine Eizellenspende, es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die sich nach gut situierten Eltern sehnen. Warum adoptieren diese Menschen nicht? Weil das gar nicht so einfach ist. Also die gesetzlichen Vorgaben, ein Kind zu adoptieren, sind sehr strikt, sind sehr hoch. Und auch Auslandsadoptionen sind verboten.
Also das ist genau ein Gegenpunkt. Ja? Also eben dieser ausgeprägte Kinderwunsch. Ich unterstelle auch diesen Eltern per se erstmal etwas Gutes, dass sie nämlich ein Kind großziehen wollen, einen Beitrag für das Weiterbestehen dieser Gesellschaft leisten wollen. Und wenn sie sich dann aber für eine Adoption entscheiden, müssen sie auch Altersvorgaben entsprechen. Sie müssen einen finanziellen Rahmen vorweisen etc. Und tatsächlich, da Auslandsadoptionen untersagt sind, innerhalb Deutschlands und zur Einführung der Pille ist halt die Zahl der Kinder, die ungewünscht sind, rapide gesunken. Das war also eine Parallelentwicklung, die diesen Markt verknappt hat. Ja, und ich glaube auch, dass dieser Gang ins Ausland eher eine letzte Hoffnung ist und eine letzte Option ist. Genau, so viel zu diesen beiden Aspekten. Ja, das ist ja interessant, Herr Hesse. Wir reden einerseits über die Familie, wie sie einmal war und wie sie vielleicht jetzt sich erweitert, ändert. Herr Greiner hat aber auch auf etwas hingewiesen, nämlich nicht zufällig wünscht man sich dann auch das super optimale Kind. Also Nobelpreisträger-Gene möglichst blond, weiß, klug und wunderbar. Dieses Optimieren, ist das ein, wenn ich zum Beispiel lese, dass ein Kind inzwischen 3 Eltern haben kann. In England wird das im Moment Realität. Bei Paaren mit schweren Erbkrankheiten dürfen die Fortpflanzungskliniken künftig die Gene der Mutter mit denen einer weiteren Frau sozusagen optimieren. Also dieser Optimierungsansatz, ist das nicht etwas, wovor wir doch ein bisschen Sorge haben sollten, jenseits jetzt von neuen Familienbildern? Also zunächst einmal... Oder verteufelt man da etwas? Ich glaube, dass man vielleicht der Medizin da im Augenblick noch etwas zu große Möglichkeiten dann einräumt, wenn man glaubt, dass diese Optimierung tatsächlich so stattfindet. In England ist das Beispiel in England, dient ja vor allen Dingen auch dem Prinzip des Heilen und Helfens. Also das, da geht es tatsächlich auch um Erbkrankheiten, die da ausgeschlossen werden sollen. Und ob das jetzt tatsächlich, wie das über Medien kolportiert wurde, eine... Kindheit mit 3 Eltern ist immer noch die Frage. Also wenn man sich den technischen Vorgang anschaut, dann könnte man das auch immer noch in dem Kontext sehen, dass es 2 Eltern im Endeffekt sind, genetisch, die da eine entsprechende Rolle spielen. Ich persönlich muss sagen, einerseits stammen wir alle oder haben unser geistiges Denken oder die Wurzeln unseres geistigen Denkens in der Aufklärungsepoche. Und da gibt es tatsächlich auch diesen Anspruch nach Selbstvervollkommnung. Das projiziert sich natürlich auch auf unsere Kinder. Also da muss man gar nicht in die Genetik hineinschauen. Das versuchen Eltern in allen erdenklichen Bereichen, dass sie Kinder in irgendeiner Form optimieren, dass sie das Beste für die Kinder wollen, dass sie möglichst gute Chancen, Bildungschancen und so weiter haben. Dass diese Sachen dort mit hineinspielen werden, ist in der Tat zu erwarten, dass man mithilfe der Gentechnologie das allerdings alles erreichen kann, gerade die Nobelpreisträger kreieren und dergleichen mehr, das halte ich im Augenblick wirklich noch für eine Utopie. Denn dafür ist die Genetik, wenn man die Forscher hört, noch nicht genügend verstanden. Frau Wolf, Sie haben gerade genickt. Warum? Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit. weil diese Optimierung gerade unter genetischen Aspekten, auch da brauchen wir gar nicht über die Landesgrenzen hinaus zu gucken. Also die ganzen pränataldiagnostischen Untersuchungen, die inzwischen in weiten Teilen akzeptiert sind und die eine ganz klare Selektion zum Ziel haben, nämlich sich konzentrieren, weil es technisch möglich ist, auf die Erkennung von Trisomie 21 zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, um dann zu einem Schwangerschaftsabbruch zu führen. Das haben wir. Und da ist die Technik so weit, dass es sehr früh, sehr präzise erkannt werden kann. Und die Bereitschaft, hier die Optimierung zu wählen, nämlich Behinderung, Entschuldigung, gar nicht auf die Welt kommen zu lassen, die steigt rasant. Wäre meine Einschätzung. Das heißt, wir werden eine Gesellschaft haben ohne Kinder mit Down-Syndrom? Es gibt laute Gegenstimmen dagegen, auch von der Zeit höre ich das, lese ich das, nicht von Ihnen. Aber ich bin da pessimistischer tatsächlich. Ich glaube, dass das spätestens, wenn die Krankenkassen solche Verfahren übernehmen, eine Routineuntersuchung wird und damit die Hemmschwellen sehr hoch gesetzt werden, Nein zu sagen, denn es ist viel leichter, ach so, die Krankenkasse übernimmt es, dann nehme ich das selbstverständlich in Anspruch. Ich glaube, dass es ein schleichender Prozess ist, der nur sehr schwer aufzuhalten sein wird. Komplett ausgelöscht sich vielleicht nicht, aber ich behaupte, in mittelfristig, langfristiger Zeit werden wir keine Kinder mit Trisomie 21 in Deutschland mehr haben.
Bevor ich zu Ihnen komme, an die Fachjournalistin sozusagen, welchen Umfang haben diese Tests, die momentan angeboten werden? Was können die? Naja, also es geht um die Trisomie 21, das Down-Syndrom. Da gibt es Verfahren, bisher konnte man dann ein Verfahren machen, das ein gewisses Risiko hatte für das Kind, für das Ungeborene. Das war sehr gering, aber da musste man immer noch abwägen, macht man das nicht. Es ist so, dass in Deutschland per se man eine Frau, die über 35 ist, als riskante Schwangere gilt. Das heißt, dann wird das auch übernommen, dieser Test. Inzwischen gibt es Methoden, dass man nur eine Blutuntersuchung machen muss. Die werden, glaube ich, noch, die muss man eben selber zahlen. Das ist das, was Sie meinten. Genau. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, auf diese eine Erbkrankheit hin zu untersuchen, diesen Chromosomenfehler. Es gibt natürlich auch viele andere. Und was man auch eigentlich in der Aufklärung gesagt bekommen sollte vom Arzt, ist, dass auch immer noch während der Schwangerschaft was passieren kann und während der Geburt. Also glücklicherweise geht es ja oft immer alles gut. Aber man muss das Risiko auch mal gegeneinander abwägen. Und da wird daran gearbeitet, dass die Aufklärung auch besser wird, damit Frauen die Risiken besser abwägen können. Ich kenne aber auch Frauen, die gesagt haben, mir ist das egal. Es gibt die Möglichkeiten, die haben die sogar wahrgenommen und haben gesagt, aber egal, was rauskommt, ich krieg das Kind. Ich weiß nicht, ob man nicht zu schnell urteilt, wenn man sagt, sobald die Möglichkeiten da sind, bekommen Paare zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom nicht mehr. Mhm. Ich glaube, vielleicht sollte man da auch mehr Vertrauen haben in die Eltern, dass sie eben sagen, das ist mir egal. Aber für Krankenkassen ist das natürlich auch eine sehr wichtige Angelegenheit, wenn sie mit einem Test, der zu entwickeln wäre, sehr viele Behinderungen von vornherein einschätzen könnten und dann eben auch notfalls Menschen anempfehlen oder das gesellschaftliche Klima so ist, nee, wenn ich das schon vorher weiß, dann darf ich auf keinen Fall diese Schwangerschaft weiter austragen, Herr Hesse. Das wäre die Perspektive oder die eine Perspektive in der Angelegenheit. Ich finde aber, dass man hier vielleicht begrifflich unterscheiden kann oder vielleicht auch muss, zwischen dem Designer-Baby, das tatsächlich jetzt optimierte Qualitäten hat, und einer möglichen Krankheit oder Erkrankung oder mögliche Behinderung. Ich finde persönlich, habe ich das immer als Bereicherung auch empfunden, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuleben und zu tun zu haben. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und ich glaube, dass die Präimplantationsdiagnostik genauso wie die Pränataldiagnostik da überhaupt keine Veränderungen innerhalb des gesellschaftlichen Klimas bislang erzeugt hat, zumindest in Ländern, in denen das schon länger der Fall ist, kann man das eben nicht erkennen. Zumindest ist das mein Wissensstand. Ich würde das unterscheiden wollen, diese beiden Bereiche. Und ich würde es auch insofern unterscheiden, dass man das von einem ethischen Standpunkt her dann anders bewerten muss. Dass man sagen könnte, innerhalb der Präimplantationsdiagnostik kann es durchaus einen ethischen Wert darstellen, wenn man selegiert, also wenn man tatsächlich entsprechend auswählt. Ich wundere mich ein bisschen über Ihren Optimismus, weil die Frage ist ja nicht, was sozusagen die allgemeine Stimmung ist, sondern die Frage ist immer das konkrete Individuum. Und wenn da jetzt sozusagen ein junger Mensch heranwächst, der sozusagen in die Pubertät kommt und dann sagt, ich kann nicht hören, ich kann nicht sehen, meine Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken liegt bei so und so viel Prozent, das habt ihr doch alles gewusst. Warum habt ihr das denn zugelassen? Das wird kommen. Und ich glaube auch, dass Ihre Vermutung, das sei hier momentan alles noch ganz entspannt und harmlos, auch nicht stimmt. Sondern meine Vermutung ist eher, dass der Fortschritt unaufhaltsam ist. Und er ist auch deswegen unaufhaltsam, weil, wie Frau Mikisch ja schon sagte, sehr viel Geld damit verbunden ist. Es gibt ja unendlich viele Labore, die unendlich daran arbeiten. Ist zum Beispiel ein Problem bei den Samenbanken. Bei den Samenbanken werden die Samen natürlich sortiert nach Herkunft. Man nimmt dann irgendwelche Studenten und denkt, das kann nicht schiefgehen. Die sind ja meistens intelligent, was auch ein Fehler sein kann, das anzunehmen. Aber man arbeitet mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Man nimmt also an, die Samen eines weißen Spenders werden wahrscheinlich kein schwarzes Baby hervorbringen. Das sind aber alles noch Anfänge. Das Problem ist, dass man den einzelnen Samen nicht genau beurteilen kann. Man weiß nicht, was da drin ist. Man wird es rauskriegen. Und wenn man es rausgekriegt hat, dann können sie Menschen machen. Sie können Menschen bestellen. Und das finde ich schrecklich. Naja, da sind Sie aber jetzt auch optimistisch in diesem Fall. Alles ist denkbar, das ist ganz klar. Und wir müssen uns natürlich auch darüber verständigen.
wie wir das sehen, was wir tatsächlich wollen. Dazu zählen natürlich nicht nur die Forscher und auch nicht nur die Mediziner. Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die man führen sollte. In Deutschland ist es halt so, dass man hier entsprechende Restriktionen eingebaut hat, beispielsweise über das Embryonenschutzgesetz, dass auch klar ist, dass die genetische Identität unserer Spezies oder unserer Gattung erhalten bleibt. Das ist im Augenblick der Status quo. Wir diskutieren sehr stark und sehr viel in Richtung dieser Designer-Babys. Im Augenblick ist es tatsächlich nicht zu sehen. Also wenn man das differenziert zwischen denen, dass man sagt, man möchte bestimmte Merkmale aussortieren, in dem Sinne, dass man die mit schweren Krankheiten verbunden sein können, so wie Sie das ja auch schildern, dann unterscheidet sich das auch sehr davon, ob man tatsächlich einen Nobelpreisträger herausbilden möchte. Das ist zumindest meine Meinung. Ich halte das auch für sehr optimistisch, dass das irgendwann möglich sein wird. Also zumindest in den nächsten 10 Jahren. Pessimistisch bin ich. Oder pessimistisch, so wie Sie es sehen. Weil also so viel man auch kann inzwischen und so rasend schnell sich das auch entwickelt in der Molekularbiologie, in der Genetik. Aber es gibt, und das wird es wahrscheinlich auch nicht geben, nicht dieses Gen zum Beispiel für die Intelligenz. Das ist jetzt nicht ein Punkt, den Sie irgendwann dann finden können in dem Spermium oder in der Eizelle. Das sind ganz, ganz viele Faktoren. Allein schon, weil Intelligenz ja auch noch was zu tun hat mit meiner Umgebung und so, aber auch biologisch gesehen. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwann so sein wird. Also zumindest nicht, glaube ich nicht in den nächsten 20 oder 30 Jahren. Man kann vielleicht andere Sachen sehen, eben zum Beispiel bestimmte Krankheiten. Diese Präimplantationsdiagnostik ist ja nur für ganz wenige Paare zugelassen, nach einem strengen Auswahlkriterium, weil diese Paare sonst kein Kind kriegen würden. Das sind Paare, die wissen, dass sie die Anlage für eine Erbkrankheit tragen, die sehr schlimm wäre für das Kind. Viele Kinder würden daran sterben. Und deswegen sagen die Eltern, okay, dann kriegen wir gar keine Kinder. Und denen bietet man die Möglichkeit, dann die Präimplantationsdiagnostik zu machen. Aber nicht daraufhin zu sortieren, ob das Kind jetzt blond oder schlau ist. Das ist auch noch nicht möglich. Das ist in Deutschland auch ja auch dadurch gesichert, dass man nicht reingucken darf. Nicht in die Eizelle, nicht in dein Embryo und auch nicht in die Spermienzelle. Da dürfen Sie nicht reingucken. Das ist auch gut so. Danke für die Klarstellung. Ich will jetzt noch das Thema ein bisschen erweitern auf die Jetztzeit. Wir waren ja schon bei übermorgen. Social Freezing soll das Stichwort sein, Frau Wolf. Das wird ja heftig diskutiert. Junge Frauen sollen durch das Einfrieren ihrer eigenen Eizellen ermöglicht werden, ihre sogenannten besten Jahre dann für berufliche Erfüllung planen zu dürfen und dann eben später Mutter zu werden. Ist das, ganz einfach gefragt, ist das ein revolutionärer Schritt für die Selbstbestimmung der Frau? Nein. Warum? Also die Bestimmung eines Zeitpunkts, das haben wir ja spätestens seit der Einführung der Pille. Auch da war es ein Novum, dass man also die Fortpflanzung von der Sexualität trennen konnte und auch dort ganz klar bestimmen konnte, ab wann man denn jetzt ein Kind empfangen möchte. Von daher finde ich es nicht revolutionär. Eine logische Fortsetzung jetzt auch nicht, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber das überrascht mich jetzt nicht so. Was mich viel mehr ärgert in diesem Bereich, und das hängt auch mit dem Thema, das wir eben hatten, zusammen, dass hier Illusionen aufgebaut und verkauft werden, die auch so angenommen werden. Ja? Also nur ein Satz noch zu der, weg von der Präimplementationsdiagnostik zur Pränataldiagnostik, dass hier suggeriert wird, Krankheit und Behinderung sei etwas, was vermeidbar sei. Ja, hier wird suggeriert, dann ist alles gut. Das stimmt ja nicht. Also der Anteil von Behinderungen, die pränatal schon existieren, die sind weit unter 0,5%. Über 95% der Behinderungen in Deutschland entstehen durch Erworbenheit, durch Alter und Krankheit. Und bei dem Social Freezing wird die Illusion geschürt, dass Karriere und Kind gleichzeitig möglich sei. Das stimmt aber ja nicht, sondern man soll die besten Jahre für die Karriere und dann muss man zwangsläufig wenigstens einige Wochen pausieren, um dann die Kinder zu bekommen. Also das ist nur eine Verschiebung des Problems, aber auf keinen Fall eine Auflösung. Dann frage ich aber doch mal in die Runde, warum sollen Männer das alleinige Privileg haben, bis ins hohe Alter Kinder zu bekommen, zu zeugen? Jetzt haben wir hier eine technologische Entwicklung, die es möglich macht, dass Frauen auch diesen Zeitpunkt rausschieben. Ja, Kinder zeugen kann ich vielleicht schon, aber jedenfalls nicht bekommen. Und ich glaube, es war jedenfalls bislang so, dass der Hauptunterschied zwischen Mann und Frau darin bestand, dass die Frauen das können und der Mann nicht. Und ich sehe und wundere mich, dass Frauen das nicht so deutlich erkennen. Ich sehe sozusagen in diesen ganzen neuen fabrikähnlichen Herstellungsmethoden den Versuch, den Frauen die Mutterschaft zu entreißen. Denn natürlich kann man vorerst nur theoretisch, aber irgendwann auch praktisch
braucht man eigentlich die klassische Gebärmutter und Mutter am Herd. Die braucht man nicht mehr, sondern man kann das in der Fabrik machen. Auch das ist jetzt, wie ich zugebe, weit in die Zukunft hineingegriffen. Ich wollte nur zu Ihnen sagen, zeugen kann ich vielleicht, aber das andere eben nicht. Und das ist für die Männer immer eine große Beschwerde gewesen, dass sie das nicht können. Und noch ein zentraler Punkt ist, dass die Erfolgsrate von spät eingepflanzten Eiern, auch wenn die in jungen Jahren entnommen wurden, zurzeit noch bei um die 10% liegen. Ja, also dann gibt man seine besten Jahre und dann sagt man, jetzt bin ich alt, so alt, dass ich jetzt Kinder haben möchte oder haben muss. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, auch nur bei 10%. Und dann muss doch wieder auf andere Methoden noch zurückgegriffen werden. Oder man bleibt dann kinderlos. Also auch das wird nicht so mitgeteilt. Die Erfolgsrate ist nicht so gut, weil durch das Einfrieren, Eizellen, wenn man sie einfriert, sind sehr empfindlich, empfindlicher als eine befruchtete Eizelle. Wenn man nur die Eizelle einfriert, ist das Risiko groß, wenn man nicht genug eingefroren hat, man haut die auf, die sollen eingesetzt werden und das funktioniert nicht. Insgesamt aber, je jünger das Ei, das dann eingesetzt wird, nachdem es das Auftauen überstanden hat, dann ist es eigentlich, wenn das ein junges Ei ist, haben sie eine größere Chance, in einem alten schwanger Körper zu werden. Ja. Das Wichtige ist das Ei. Die Probleme, die sie haben während der Schwangerschaft, das Risiko während der Schwangerschaft gesundheitliche Probleme zu bekommen, das steigt mit dem Alter. Das ist egal, wie alt das Ei ist oder nicht. Aber die Schwangerschaft selber ist leichter mit einem jüngeren Ei. Ich habe nur eine kleine Umfrage gesehen von Patientinnen, die sich dafür interessiert haben für Social Freezing bzw. es haben machen lassen. Und da fand ich ganz interessant, dass keine einzige gesagt hat, sie macht das aus karrieretechnischen Gründen. Sondern die Mehrheit dieser Frauen hat gesagt, ich mache das, weil ich derzeit keinen Partner habe. Ich bin 35, ich bin 37, ich möchte irgendwann Kinder haben, aber mein Märchenprinz ist gerade nicht da. Wäre doch blöd, wenn ich den treffe und 42 bin und dann kriege ich kein Baby mehr. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, weil sonst werden Frauen wieder so in die Ecke gedrückt. Ach, die machen das ja nur wegen der Karriere. Männer dürfen für ihre Karriere gut mal auf die Kinder verzichten und sagen, Schatz, das machen wir später. Und die Frauen werden in die Ecke gedrängt und für ihre Karriere kriegen sie noch nicht mal mehr die Kinder. Das ist vielleicht gar nicht so. Da ist vielleicht ein anderer Grund dahinter. Und ich meine, Mutter mit 42 kann ich mir gut vorstellen. Herr Hesse. Ich finde auch, dass die Argumentation, die so ein bisschen durchklingt, immer so auf diesen Natürlichkeitsaspekten beruht, dass man sagt, gut, bei den Männern ist das naturgegeben, bei den Frauen sind bestimmte Formen natürlich genauso naturgegeben. Die Männer können keine Kinder kriegen, die Frauen indes schon. Wir müssen einfach doch auch konstatieren, dass wir ohne dies in diesen technologischen Aspekten weit fortgeschritten sind, auch wenn wir das Bild jetzt noch ein bisschen in die Zukunft hineinprojizieren oder nicht. Grundsätzlich ist es so, dass es schon eine gewisse Technologisierung gibt und ich finde das auch nicht verwerflich. Es gibt in der Tat natürlich ein bestimmtes Interesse daran, zu erkennen oder zu wissen, in welchem Zustand sich das Kind im Bauch befindet oder ob es Krankheiten gibt oder nicht. Ich denke, das sind legitime Interessen, die Frauen und auch die entsprechenden Partner haben. Und beim Social Freezing finde ich in der Tat, es gibt eine soziale Wirklichkeit, die existiert. Das hängt damit zusammen, was Sie gerade schon sagten, dass die Partner zu der entsprechenden Zeit fehlen. Aber man kann auch durchaus sagen, wenn Frauen Karriere machen wollen, genauso wie die Männer das machen, dann kann man das nur begrüßen. Und wenn es die technischen Möglichkeiten gibt, dass sie später Kinder kriegen, why not? Es gäbe ja noch einen anderen Ansatzpunkt. Man könnte ja auch die Strukturen ein bisschen anpassen. Es gibt ja auch Männer, die gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, auch in ihren besten Jahren. Und das wäre für mich der viel sinnvollere Ansatzpunkt, wirklich da die Strukturen zu verändern, dass das möglich ist. Und dann wäre diese Debatte gar nicht mehr so heiß. Ja? Denn auch in dieser Debatte, genau wie bei den Themen, die wir vorhin hatten, liegt der Fokus wieder sehr stark auf dieser Individualisierung. Kinderlosigkeit wird inzwischen als Defekt dargestellt, der vermeidbar ist, indem man sich künstlich befruchten lässt etc. Wenn man beruflich nicht erfolgreich ist, ist es dann auch selbst verschuldet, weil man hätte ja seine Eier einfrieren können und das alles verschieben können. Also diese Individualisierung und dieser Verantwortungstransfer, in diesem Fall auf die Frauen, den finde ich hier sehr stark. Und der ist meiner Meinung nach am besten zu ändern, indem wir grundsätzlich bei den Strukturen ansetzen. Lassen Sie vielleicht, uns vielleicht abbinden noch mal mit dem Blick auf die klassische Familie und auf diese erweiterten Möglichkeiten, die es jetzt gibt. In den USA und in vielen anderen Ländern ist es möglich, dass homosexuelle Paare sich ihren Kinderwunsch ohne weiteres erfüllen, Frauen über 50 ohne weiteres erfüllen, dank junger Eizellenspenderinnen. Single-Frauen entscheiden alleine, wann sie ihr Kind bekommen,
Auch dann ohne Partner, aber vielleicht später. Also Familiengründung kann jetzt schon in den nächsten 5 Jahren völlig anders aussehen als das, was wir eigentlich kennen aus unserer eigenen Kindheit. Sie sind Optimist, Sie nicht ganz so sehr. Welche Folgen haben diese neuen Möglichkeiten auf die Familien und auf die Gesellschaft der Zukunft? Werden wir dann stärker technische Kriterien an sowas anlehnen oder werden wir einfach innerlich freier, großzügiger und sagen, es kommt so, wie es kommt und dank der Technik kann ich mir das erlauben? Herr Hesse, Sie sind der Optimist. Ja, bedingter Optimist, sagen wir es mal so. Ich denke, dass natürlich auch Chancen darin liegen, solche Familien zu gründen. Und wenn das von homosexuellen Paaren gewünscht wird, begrüße ich das. Warum nicht? Ich finde das absolut in Ordnung, ist ein legitimer Wunsch. Grundsätzlich ist es allerdings auch so, dass, was eben angesprochen wurde, die genetische Identität spielt nach wie vor eine Rolle. Das ist einfach ein Punkt, den man immer im Blick haben muss. Und deshalb würde ich auch sagen, dass man hier in Deutschland eben genau diese Sache fokussieren sollte, damit Kinder das auch erfahren können im Zweifelsfall. Jetzt hätte ich Ihnen gerne alle ein Schlusswort gegeben. Geht nicht, die Sendung geht vorbei. Im Anschluss haben wir das Europa-Magazin. Die Kollegen berichten dort von diesem schrecklichen, grausamen Unglück auf einem Flüchtlingsschiff. 700 Menschen sollen gestorben sein. Schauen Sie sich das bitte an. Das sollte uns erschüttern. Das ist unser Europa, was da auf dem Prüfstand steht. Und heute Abend noch ein persönlicher Tipp. Bericht aus Berlin. Das letzte Mal mit Uli Deppendorf, einem großen Kollegen. Vielen Dank. Wer bei uns bleiben will, auf WDR 5. Und in Phoenix geht's weiter mit Presseclub Nachgefragt. Haben Sie einen schönen Sonntag. Ja, willkommen. Wir machen mit der Sendung weiter. Das Thema geht um Kinderwünsche, um technologische Möglichkeiten, sich diese zu erfüllen. Und ich habe auch schon viele, viele Anfragen. Ich fange mal an mit Bernadette Elsberger aus Holzappel. Frau Elsberger. Ja, hallo, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Holzappel. Und ich möchte einen bisher eigentlich nicht gehörten Aspekt in Ihre Problematik einbringen. Da gibt es auf der einen Seite viele kinderlose Paare, warum auch immer, und auf der anderen Seite gibt es viele, viele gesunde Kinder, die abgetrieben werden. Es gibt auch mittlerweile seit über 20 Jahren schon die offene Adoption. Das heißt, wenn eine Frau, warum auch immer, sich jetzt nicht in der Lage fühlt, das Kind selber aufzuziehen, kann sie es in eine offene Adoption geben, kann an der Entwicklung des Kindes teilhaben, kann Kontakt zu dem Kind haben. Denn auch eine Abtreibung bleibt für die Mutter ja meist nicht ohne Folgen. Also irgendwann haben viele Frauen sehr starke gesundheitliche, psychische Probleme. Und es ist natürlich auch die Gesellschaft zu fragen, warum müssen gerade hauptsächlich Frauen zwischen 25 und 30 Jahren, das ist ja die größte Klientelgruppe, ihre Kinder, da passiert es eben, dass sie abtreiben. Wenn man der gesellschaftlich die Frauen mehr unterstützen würde, auch Arbeitgeber mehr unterstützen würden, dass, ja, wenn sie möchten, beides möglich ist. Ja, das war alles. Verstand. Ja. Herr Hesse. Ja, grundsätzlich ist das eine berechtigte Frage. Es gibt sicherlich Gründe, warum Frauen sich dazu entschließen, abzutreiben. Ich persönlich würde es auch begrüßen, wenn stattdessen die Kinder natürlich zur Welt kämen und die Möglichkeit hätten, dann zu leben. Wobei es auch natürlich die Frage ist, welchem Zeitpunkt das dann der Fall ist. Also Kinder im späten Stadium abzutreiben, davon halte ich ethisch gar nichts. Es sei denn, es gibt medizinisch notwendige Gründe dafür. Aus Kaiserslautern meldet sich jetzt Frau Stegmeier. Frau Stegmeier, Ihre Frage. Ja, meine Frage ist an die Runde. Ich wollte wissen, inwieweit wir schon in der schönen neuen Welt, beschrieben von Aldous Huxley in seinem Science-Fiction-Roman, wie weit wir da schon angekommen sind mit Alpha-, Beta-, Gamma-Menschen. Also Leute, die nur beschränkt sind auf ein bestimmte Funktion. Und auf Wunschdenken. An wen stellen Sie die Frage? An die Runde? An die Runde. An die Runde. Wer fühlt sich bemüßigt zu antworten? Also diese Vorstellung von der schönen neuen Welt, die ist ja, die geistert ja immer wieder durch die Köpfe. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass die gegenstandslos ist. Und viele dieser Utopien oder Dystopien sind ja dann auch Wirklichkeit geworden.
Trotzdem würde ich ein bisschen davor warnen, die Fiktion eines Romans mit unserer Gegenwart zu verwechseln. Und wenn Sie von Alpha, Beta, Gamma reden, dann bezieht sich das eigentlich nicht so sehr auf den Intelligenzquotienten, sondern auf viel simplere Dinge, nämlich zum Beispiel auf die soziale Situation von Menschen. Und wir haben gerade vorhin, bevor wir hier runtergingen, oben uns darüber unterhalten, dass die sozialen Unterschiede auf der ganzen Welt und auch in Deutschland auf dramatische Weise zunehmen. Und das Problem, was wir hier diskutieren, nämlich künstliche Befruchtung, betrifft ohnehin nur einen minimalen Prozentsatz dieser Erdbevölkerung. Das ist Alpha, Beta, Gamma in sozialer Weise. Danke. Herr Strobel aus Würzburg. Ja, ich habe mich gefragt bei Ihrer Sendung, warum man so einfach hinnimmt, dass 6 Millionen Paare keine Kinder kriegen. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Das war doch früher nicht so. Und nun, ich habe eine Praxis für Kinderwunsch. Ich sage nicht wo, weil ich keine Werbung machen will. Es gibt ein wesentliches psychisches Problem, dass Frauen keine Kinder kriegen. Nämlich, sie wollen in ihrem Beruf ihren Mann stellen. Und das hat zur Folge, dass die weiblichen Eigenschaften, die auch zur Befruchtung führen, zum Kinderwunsch, dass die etwas zurückgehen. Und meines Erachtens, und ich behandle die Frauen ja in diesem Sinne, dass sie wieder ihre Weiblichkeit erkennen und nicht mit Gewalt, nur testosteronbedingt ihren Mann stellen wollen. Also ich halte das für ein psychisches Problem und das sollte man vielleicht auch bei der Frage beachten, warum man jetzt also nun auf künstlichem Wege nachhelfen will. Also ich kenne keine Studie, die so etwas darstellt. Da wissen Sie vielleicht dann mehr. Ich weiß nur, dass ich neulich erst einen Vortrag gehört habe, wo es darum ging, dass vielen Paaren, die ein Problem haben, ein Kind zu bekommen, gesagt wird, entspannt euch einfach, ein bisschen weniger Stress und das läuft alles. Und es gibt keine Studie, die das belegt, dass Stress einen Einfluss darauf hat, ob man ein Kind bekommt oder nicht. Also dass es ein Grund sein könnte, obwohl man ein Kind möchte, kinderlos zu bleiben. Dementsprechend ist das eher eigentlich ein schlechter Ratschlag solchen jungen Paaren, die wirklich eine harte Zeit durchgehen, die versuchen, Kinder zu kriegen, ihren Geschlechtsverkehr danach timen, zum Arzt gehen, Untersuchungen machen lassen müssen und ihnen dann auch noch zu sagen, na, wahrscheinlich seid ihr selber schuld, ihr macht euch zu viel Stress. Ich glaube, das ist nicht sehr hilfreich und die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, sehen das auch so. Was ich weiß, ist, dass 30% der unfruchtbaren Paare, in 30% liegt es daran, dass bei der Frau biologisch etwas nicht funktioniert, der Hormonhaushalt vielleicht nicht richtig zeitlich nicht funktioniert. 30% liegt es am Mann, 30% liegt es an beiden und 10% weiß man einfach nicht. Vielleicht sind diese 10% dann diejenigen, die Sie psychologisch betreuen. Das kann ja auch sein, aber es scheint dann ein geringerer Prozentsatz zu sein. Ja, vielen Dank. Frau Kegel aus Berlin. Ja, guten Tag. Ihre Frage, Frau Kegel. Ja, Frage eigentlich nicht, eher doch eine Anmerkung. Ihr Statement dann. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Diskussion, ich kann sie verstehen und ich wünsche auch eigentlich jedem Paar, was gerne Kinder aufziehen möchte, so viel wie möglich, also Kinder. Ja, weil ich mir sage, jeder, der Kinder aufziehen möchte, hat ein Stück weit Liebe in sich, um so weiterzugeben. Ich fürchte nur, dass ich aus dieser ganzen Angelegenheit ein Riesengeschäft entwickeln wird, nämlich basteln Sie sich Ihr Kind, wie Sie es gerne hätten. Sie können es grünäugig, blauäugig, intellektuell, hochgradig angesiedelt machen. Man weiß ja, dass bei der Gesetzgebung in unseren gerade europäischen Breiten die Lobby richtig schön mitspielt. Mir macht es nur noch Angst und ich fürchte wirklich, dass die Ehrfurcht vor dem Leben davon niedergetrampelt wird. Also mich macht es wirklich nur noch ängstlich im großen Maße. Und ich sage mir so, man kann nachhelfen, wenn Kinderwunsch besteht. Alles, aber bis zu einer gewissen Grenze, bitteschön. Ja, danke, ich sage auch, es gibt eine Vorrednerin von mir, hatte auch vorhin gesagt, es gibt so viel elternlose Kinder auf dieser Welt. Ja, Sie erwähnten auch gerade die Flüchtlingsschiffe. Es gibt so viele Kinder, die ohne ihre Eltern auskommen müssen, aus Krankheits-, sozialen Gründen, weiß ich nicht, weil sie Flüchtlinge sind. Ja, wenn man denn Kinder erziehen möchte,
Frau Kegel, das ist jetzt ein ganz starkes Statement, aber es ist auch ein Co-Referat. Und ich würde sehr gerne anderen dann noch die Chance geben, eine Frage zu stellen. Ich danke aber, denn genau diese Sorgen haben uns ja umgetrieben, dieses Thema dann auch für heute zu wählen. Vielen Dank. So, Frau Lingen aus Ahrweiler, bitte Ihre Frage und bitte eine Frage. Ja, meine Frage ist halt, bei diesen Diskussionen kommen in meinen Ohren einfach die Kinder viel zu kurz und die Entwicklung der heutigen Zeit ist ja im Grunde genommen gegen Kinder. Die Arbeitgeber bieten ihren Frauen schon an, gar nicht erst eingestellt zu werden, wenn sie keine Eier einfrieren, sind ungefähr sie vielleicht über 40. Sie meinen damit Facebook und solche Konzerne in den USA, wo das schon Realität ist. Ja, aber die Entwicklung kommt ja nicht nur in den USA, genau. Das wird sich ja auch hier bei uns entwickeln. Dann werden die Mütter vielleicht über 40 schwanger, geben die Kinder, weil sie arbeiten gehen wollen oder arbeiten gehen müssen, wieder in die Kinderkrippe mit einem halben, dreiviertel Jahr. Und Ihre Kinder Frage? Kommen aus dieser Betreuung heraus, wenn die Schule zu Ende ist, zwischen 16 und 20 Jahren. Dann sind die Eltern fast 60, die Kinder sind vielleicht Anfang 20, wollen in den Beruf einsteigen und dann sind ihre Eltern krank und alt. Und dann frage ich mich wirklich, was haben diese Kinder davon, dass ihre Eltern sie unbedingt gewollt haben? Das ist meine Frage. Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Wir schauen ja nicht in die Köpfe rein. Herr Greiner, haben Sie eine Idee? Ich kann die Frage nicht beantworten, weil, wissen Sie, das ist, ob jemand was davon hatte, ist eigentlich, das kann immer nur der Betreffende allein beurteilen. Und Sie kennen diesen berühmten Anfang von Anna Karenina von Tolstoi, von den glücklichen und den unglücklichen Familien. Und welche Familie glücklich ist, darüber kann man schlecht diskutieren. Tut mir leid. Frau Müller aus Aachen, Sie haben eine ganz konkrete Frage. Ja, ich hoffe, dass sie zumindest so ankommt. Erst würde ich ja gerne aber eine Richtigstellung machen. Die Frau Wolf hat im Laufe der Sendung gesagt, dass Auslandsadoptionen in Deutschland verboten wären. Ich muss dem widersprechen, ich arbeite in dem Bereich, das ist natürlich nicht verboten. Ich weiß aber, dass viele Paare aufgrund dessen, dass sie so eine Sendung gehört haben, gar nicht erst auf die Idee kommen. Und deshalb ist mir diese Richtigstellung sehr, sehr wichtig. Und jetzt Meine Frage ist, ich hatte im Bereich Social Freezing im Dezember eine Sendung in Ihrem Sender gesehen, beim Herrn Jauch. Da wurde gesagt, dass von einem Professor auch der Reproduktionsmedizin macht, dass man eine Chance von 30% hätte, dass das auch klappen würde. Genauso wie bei jedem normalen Schwangerschaftsversuch auch. Ich fand die Aussage gefährlich, weil ich denke, natürlich beim Social Freezing hat man dann einmalig die Chance, 30% schwanger zu werden. Wohingegen, wenn man das natürlich versucht, natürlich jeden Monat die Chance besteht. Und ich frage mich, wer für solche Fehlinformationen, Fehlberatungen die Konsequenzen trägt. Wenn die Frauen dann das gemacht haben und mit 40, 42, 43 schwanger werden wollen und dann die Eizelle weg ist. Frau Sartori, kennen Sie die Zahlen, die belastbar sind? Also das hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Also ich denke, und das glaube ich schon, dass in Deutschland die Ärzte dementsprechend auch beraten würden. Das hängt davon ab, wie alt sind Sie als Frau, wenn Sie die Eizelle einfrieren lassen. Je jünger die Eizelle, desto besser. Dann ist eben das Risiko, dass die Eizelle dieses Einfrieren nicht überlebt. Da wird es auch eine Risikozahl geben, die Ihnen der Arzt sagen kann. Das gibt vielleicht sogar kleine Unterschiede bei den Methoden. Und dann auch wiederum das Risiko, dass die Schwangerschaft problemlos verläuft. Also beziehungsweise die Hoffnung, die Wahrscheinlichkeit. Das ändert sich damit, wie alt die Frau ist, wenn sie sich das Ei einsetzen lässt. Und bei einer Frau gibt es auch die natürliche Grenze von ungefähr 50, 52 Jahren. Wenn sie die überschritten haben, ist ihre Gebärmutter nicht mehr in der Lage. Die muss sich ja aufbauen, damit das Ei sich einnisten kann. Wenn sie die Wechseljahre hinter sich haben, dann geht das nicht mehr. Das kann man durch Hormone wieder in Gang bringen, ist aber auch wieder zusätzlich noch mal eine Maßnahme, die ergriffen werden muss. Ich glaube schon, dass, ohne jetzt mit allen Ärzten gesprochen zu haben, aber dass das auch wirklich vorher genau abgeklärt wird. Allein schon, um zu bestimmen, wie viele Eier friert eine Frau ein. Und dass man dann einer Frau noch ehrlich sagen muss, es kann sein, dass es schief geht. Das ist alles Statistik, was wir haben. Wenn die Statistik sagt, von 10 Eiern kommen 3 durch, kann es sein, dass bei Ihnen alle 10 durchkommen. Statistik heißt aber auch, es kann sein, dass Sie gar nicht durchkommen. Also das, denke ich, sollten die Ärzte dann auch vermitteln. Wir versuchen noch, so viele Zuschauer, Zuhörer wie möglich dranzunehmen. Bitte kurze Fragen. Der erste wäre dann Alexander Steinle. Herr Steinle. Ja,
Ja, guten Tag, hören Sie mich? Ja, kurz und knapp bitte. Ja, guten Tag, mein Name ist Alexander Steinle, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main für molekulare Medizin. Ich hätte viele Anmerkungen, aber jetzt in der Kürze nur eine Frage. Warum Leihmütterschaft eigentlich gesellschaftlich Deutschland de facto akzeptiert ist, obwohl es gesetzlich verboten ist? Und warum keiner eigentlich nach dem psychischen Wohl der Leihmütter sich fragt, dass er offensichtlich auch gegen die Würde des Menschen verstößt, auch zum Teil gerichtlich erlaubt ist oder indirekt sanktioniert wird. Gab es erst ein Urteil zu irgendwelchen Namengebung, das finde ich wirklich grotesk und skandalös. Können Sie da irgendwas dazu sagen? Dankeschön. Danke, Herr Steinle. Und Sie haben so heftig genickt, Sie sollen es auch beantworten. Nein, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass ich es richtig finde, dass das in Deutschland zumindest nicht erlaubt ist. Wenn Sie meinen, dass das trotzdem toleriert wird, Es ist nicht erlaubt, weil die Zuordnung der Mutter eindeutig sein sollte. Bei einer Spermienspende ist die Vaterschaft eindeutig nachvollziehbar, der biologische Vater. Bei einer Leihmutterschaft ist juristisch eben nicht zu klären, wer die Mutter ist, die das Ei produziert hat oder die das Kind ausgetragen hat. Und da das nicht geregelt ist, ist halt die Leihmutterschaft hier noch verboten. Es ist also eine Frage der Definition tatsächlich. Ja, genau. Frau Keller aus Stuttgart. Guten Tag an die Runde. Ich mach's kurz. Ich finde eigene Kinder künstlich, wenn es nicht anders geht, ja, soll man den Frauen überlassen. Dann, was das Alter der Frauen anbelangt, darum geht es mir jetzt. Heute werden wir alle älter und bleiben länger fit. Warum soll eine ältere Frau nicht noch ein Kind aufziehen? Und da geht es um die Adoption. Klar. Nee, die Frage ist ganz klar, Frau Keller. Ja. Ihre Antwort kommt jetzt. Herr Hesse. Ja, das kann man ja nur bejahen. Das ist ja tatsächlich so, der Trend ist da. Die Eltern werden älter, das setzt sich fort. Und wenn es medizinisch möglich ist, dann sollen sie auch ihre Kinder bekommen, finde ich. Gut, vielleicht schaffen wir noch eine ganz kurze Frage. Herr Brose, bitte, im Eiltempo. Nee, ja, also, ich habe nur eine Frage. Die Kinder haben doch ein Recht zu erfahren, wer ihre Eltern sind. Soweit ich weiß, ist diese Frau in Berlin, 65, künstlich befruchtet. Also Eizellspende und Samenspende. Die Kinder wollen mal wissen, wer ihre Eltern sind. Danke. Wer gibt ihnen die? Danke. Wir haben doch schon gesagt, dass das, was die Frau da getan hat, in Deutschland nicht erlaubt ist. Aber Sie haben recht, das ist ein Problem. Es gibt ungefähr 90.000 Kinder in Deutschland, die nicht wissen, wer ihr Vater ist. Und das ist ein Problem. So, der Hörfunk ist gerade dabei, sich zu verabschieden. Schade, wir würden jetzt wirklich gerne noch viel, viel mehr mit Ihnen diskutieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Kindermachen, das ist einfach die überfällige politische Diskussion. Wir haben versucht, damit anzufangen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch und tschüss, bis zum nächsten Presseclub.